Hi, hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Living Legends, die Eisrose. Und damit mit den frostigen Begrüßungen stürzen wir uns in ein heißes Rätsel. Beziehungsweise nervig. Also, ich habe ja schon mal ein bisschen offscreen probiert und... sagen wir es mal so. Also, man darf hier draufklicken und bewegt diese drei Bildhälften. Na denn. Ich überlege ein bisschen, wie man das so macht. Weil ich habe keine Lust, das nochmal zu machen. Und weil ich gerade kräftig am Tryharden bin, sag ich nichts. Ich hab's doch geschafft. Also zahlt sich das doch aus, wenn man mal ein wenig herumprobiert. Zu viel herumprobiert. Für alle, die keine Geduld haben, wäre übrigens auch ein Handbuch zur Verfügung. Hier unten. Weil die Tipps helfen mir nicht weiter. Vor allem, wenn man ewig warten darf, bis sie aufgeladen sind. Aber egal jetzt. Wir wollen ja schließlich in die Kuppel und haben schon zwei Rosen. Da. Drei Rosen sogar. Fehlt nur noch eine Goldrose. Okay, wo kriegen wir jetzt das Geld her? Dass wir einschmelzen können. Hier nicht. Da nicht. Wozu brauchen wir den Ring? Ja, ja, nichts konnte der Königin was entgegensetzen. Doch unsere Tante. Tja, wie nennen wir sie? Claudia. Und vor allem frage ich mich, wo haben wir jetzt was vergessen? Irgendwo müssen wir noch Gold herkriegen. Weil hier fehlt noch was. Ja. Dödeldraht hat mal wieder was Wichtiges vergessen. Schließlich handelt es sich nicht um Goldwatcher. Na denn. Mal gucken. Ihr seht mich gerade sehr konfus. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Vor allem weiß ich nicht. Nö, kein Wimmelbild. Ja. Ich dachte, der Goldanhänger wäre für was anderes gedacht. Selber schuld. Ich hätte auf das Gold achten müssen. Und dachte, das wäre für was anderes gedacht. Tja, und wenn ich denke, dann denke ich nur, ich denke. Okay. Gleich gehen wir in die geheimnisvolle Kuppel. Ich brauche ein Kristall, um Licht zu bündeln. Und ich guck mal, ob hier irgendwo ein Wimmelbild startet. Na komm. Nicht? Naja, wo soll ich denn sonst? Ja, schon gut, schon gut, schon gut. Aha! Was für ein seltsames Gewächshaus. Es scheint gleichzeitig als Friedhof zu dienen.
Aha, da fehlt was. Spezielles Schlossteil. Eine Puppe ohne Herz. Aha, das bedeutet wieder ein Rätsel. Nein, das war irgendwie klar. Aber schön, wie detailliert hier die Rinde und das Loch dargestellt wird. Alles sehr schön. Und was ist hier? Ein Stein. Okay, das hatten wir schon lange nicht mehr. Sag ich doch. Musiknoten. Irgendwas Musikalisches dürfen wir jetzt anschmeißen und... Daraus kann ich eine Statue zusammensetzen. Oder eine Statuette. Und was ist das Wichtigste? Wusste gar nicht, dass man das mit einem Hammer kann. Spinne, Spinne, wo ist das? Ah ja. Figürchen. Aha. Ich wusste nicht, dass die Musiknoten erhalten bleiben. Aber das ist ein Wimmelbild? Wimmelrätsel Adventure? Das geht nun mal nicht nach Logik. Also, nicht so, wie wir das verstehen. Wimmelbild Adventures sind, wie ich finde, eher ein Teil. Wimmelbilder zeichnen sich eher dadurch aus, wie viel Spaß das Gewimmel macht und ob die Rätsel Spaß machen. Die Story ist, sagen wir mal, weniger interessant. Oder wird zumindest weniger bedacht. Ah, ein mittelalterliches Bügeleisen. Teil eines Bildes. Ja, gute Frage. Wenigstens ist das, wie ich schon gesagt habe, Living Legends einer der besten Wimmelbildspiele, die ich spiele. Ich habe ein anderes, das ist nur Wimmel. Ja, und ich laber hier, damit ich euch ablenken kann, wie schlecht ich mich gerade anstelle. Das ist Teil des Briefs. Kerzenhalter, Gartengabel. Gartengabel. Teil des Gürtels. Das ist eine Schleife. Eine Maske. Eine Hexe. Ein Schwert. Ja, ich sollte aufhören aufzuzählen. Farbtube. Es gibt ein Wimmelbildspiel, da rennt man nur von Wimmeln zu Wimmeln. Und vor allem das Schlimmste ist, wenn die Bilder noch nicht einmal lösbar sind. Teil eines Bildes. Was bringt es dir, wenn du 5 Kapitel durch das Spiel gegangen bist, nur um dann in einem Wimmelbild feststellen zu dürfen? Du kannst zwar draufklicken auf den Gegenstand, aber er wird nicht angesammelt. Tja, das hier hat man nicht. Teil eines Bildes und Kerzenhalter. Ah, gut jetzt. Schade, ich habe gehofft, ein sammeltes Bild. Na, wie auch immer. Teil eines Bildes. Manchmal komme ich mir ein klein wenig blind vor. Vor allem, wenn ich nicht weiß, wo ich denn jetzt schon mal wieder... Und vor allem das Peinliche ist, wenn es genau vor deinen Augen ist. Ist das kein Teil des Bildes? Oh, komm schon. Auch ein Merkmal an der Klischeehaftigkeit bei mir ist es... Alles finde ich. Nur das letzte nicht. Beziehungsweise 2. Und übrigens, mir ist noch nie ein Wimmelbild-Adventure begegnet, an dem beides hinhaut. Leichte oder durchschaubare Wimmelbilder und leichte Rätsel. Eins von beiden ist immer schwierig. Okay, das machen wir noch und dann kommt die Verabschiedung. Und hoch da.
Ich bin gespannt, wozu wir den Ring brauchen. Ich muss das Gemälde wiederherstellen. Ja, natürlich muss ich es zusammennähen. Ja, schon gut, ich hab's verstanden. So war der Stein zum 300. Mal darunter fliegt. Dann eben nicht. Wo war nochmal das hier gebraucht, das spezielle Schlossteil? Nee. Okay, das klicke ich nochmal ganz kurz. Ich werde wahrscheinlich mein kopfloses Hin- und Herrennen rausschneiden. Spezielles... Was denn? Ich gehe mal hier nochmal kurz nachgucken, weil mir wird das langsam ein bisschen bunt. Ach so, na gut, das mache ich noch. Damit ich ein kleines Erfolgserlebnis habe. Versuchen wir mal das. Gelb, gelb. Ja, gelb, gelb. Und ich hoffe mal, ich krieg was Gescheites davon. Ja. Das. Oh. Rot. Yep. Wer macht sich die Mühe, diese Dinger hier zu zerkloppen? Die Kronjuwelen der Königin. Das und das. Ah, hübsche Disco-Kugel. Kristall. Ah. Oh. Na gut. Das ist doch ein schönes Erfolgserlebnis zum Schluss. Zack. Jetzt kann ich das Licht bündeln. Hui, ein richtig fetter Laserstrahl. Gut, das ist jetzt geschafft und... Ja, ich glaube, da muss das hin. Oder ich bin verwirrt. Na, aber ist ja auch egal jetzt. Jetzt beende ich diese Sache erst einmal. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Lasst mir doch entsprechendes Feedback da. Empfehlt mich weiter, falls ihr wollt. Über ein Abo würde ich mich natürlich auch freuen. Bis dahin und tschüss.